einmal ordentlich Tempo, damit das ein bisschen in die Höhe kommt und dann in den Normaltrakt. Aber das ist, da musst du schon ordentlich. Die können es aber auch mit der Spannung. Ja. Da hast du natürlich beim Ruderboot eine bessere Arbeit. Paddel sind im Wasser. Ja, ja. Und der Start ist freigegeben. Deutliche Führung für das Drachenboot. Deutliche Führung für das Drachenboot. Jawohl, ihr könnt es, ihr schafft das. Jetzt schon deutliche Führung für das Drachenboot. Und auch die Löwenwolde kommt. Schön gleichmäßiger Ruderschlag. So machen das Profis. So, wenn es danach ist, dann feuern die Teams an. Und egal welches, Löwenwolde, Drachen, Blut, völlig egal, feuert eure Teams an. Noch 60 Meter. Löwenwolde holt langsam auf, aber das Drachenboot immer noch deutlich in Führung. Komm, 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 komm. Kraftvolle Ruderschläge, kraftvolle Paddelschläge. Ansgar soll recht haben, das wird ein enges Ding. Gegen das Drachenboot All-Star Team mit 1,31. 1,31 Drachenboot All-Star. Klasse Leistung. Super zusammengewürfelt.